Die Runde wird immer kleiner und nun sind es nur noch 5 Päckchen im Pure Adventskalender 2017. Ja Leute, nach 18 erfolgreichen Uploads, danke für euer Feedback mittlerweile, könnt ihr heute nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze bis jetzt findet, was ich im nächsten Jahr besser machen sollte oder. Ja, wie gesagt, heute ist der 19. Dezember, 5 Tage verbleiben. Wir haben ja schon ein relativ großes Päckchen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal hier rein. Ja, dann packt das Ganze mal wieder aus. Genau, erstmal die 19. Ne? Das fühlt sich sehr interessant an. Ist schon relativ groß. Ist auch schon mal nass geworden. Aha. Aha. Einmal China-Knaller von Weko-Feuerwerk. Guter Vergleich eigentlich. Pure Cracker von Keller. Super Crackers von BVG. Und nochmal Weko. Genau. Aber anderes Label, sag ich mal. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen mit denen hier an. Und jetzt packen wir uns auf jeden Fall mal einen Regenschirm ein. Ich verstehe das mal wieder nicht, ne? Gestern hat es noch geschneit hier wie wild. Am Freitag geht es ja wieder los, ne? Ja. Das heißt, ich habe endlich wieder Urlaub. Sehr schöne Fontäne. Auf jeden Fall. Jawohl. Geil. Jetzt kommt den letzten davon. Ne? Ja. Dann die anderen von Weko. Deutlich besser. Davon. Weiter im Keller? Genau, weiter geht's mit Kellerfeuerwerk. Durch den Regen wird es dann auch so extrem kalt, ne? Ja. Jo, danke dafür. Getroffen worden hier. Der nächste. Können gut mithalten. Ja. Schön im Schnee. Und zu guter Letzt die Super Crackers, die überall dabei sind. Ja, gehen wir noch direkt ein bisschen lauter. Ja, deutlich lauter. Nice. Ist richtig tief versunken im Schnee. Ja. Jawohl, der eindeutige Winner ist, denke ich mal, dann jetzt der Supercracker vom BVD. Ja. Und dann sehen wir uns morgen beim 20. Türchen wieder, Leute.